Hallo liebe Leute, meine Damen und Herren, wer noch immer das erreicht in den Weiten des Netzes. Mein Name ist Dani Levi und ich würde euch gerne von einer Veranstaltung berichten, die am Sonntag, also am kommenden Sonntag, am 18. Februar im Jüdischen Museum stattfindet. Und zwar hatte ich das Vergnügen und auch die Aufregung, vier Kurzfilme in Jerusalem zu drehen. Und zwar mit einer völlig neuen Technik, die ich bislang auch nicht kannte, mit der ich zum ersten Mal experimentiert habe und meiner Meinung nach auch wirklich ziemlich neu ist, mit dieser Technik Filme zu erzählen, und zwar 360 Grad VR 3D. Das Projekt war insofern interessant, dass wir eben zum ersten Mal mit 360 Grad überhaupt arbeiten konnten und ich auch festgestellt habe, dass die Art des Geschichtenerzählens oder auch des Filmeschauens so eine völlig andere ist und völlig unvergleichbar mit der 130-jährigen Filmgeschichte, die wir bisher haben, bei der wir auf Leinwände oder Fernsehbildschirme gucken. Das zweite war das Projekt selber, vier Geschichten in Jerusalem zu drehen, zwei davon aus israelischer, zwei aus palästinensischer Perspektive, war politisch wie auch moralisch eine sehr, sehr starke Aufgabe und hat uns eine ganze Menge Abenteuer auch beschert. Und diese vier Geschichten, die man jetzt am Sonntag im Jüdischen Museum sehen kann, und zwar zwischen 10 und 16 Uhr, sind, glaube ich, ein kleiner Ausschnitt, aber trotzdem starker Zeuge davon, wie groß das Spannungsfeld Jerusalem und natürlich auch, wie spannend die neue Technologie 360 Grad ist, um fiktionale Geschichten zu erzählen. Die Filme wurden von Medea Film produziert. Gefördert wurden sie vom Medienboard, vielen Dank, und von Nordmedia, auch vielen Dank. Das Jüdische Museum hat uns damit beauftragt und die Filme sind dann regulär ab Mai im Jüdischen Museum zu sehen, aber jetzt eben anlässlich der Berlinale am Sonntag, 18. Februar zwischen 10 und 16 Uhr vorab zu sehen. Und wer Lust hat, dahin zu kommen, wir versuchen genügend Brillen bereit zu haben, damit alle schauen können. Ich freue mich, wenn ihr kommt. Bis dann. Tschüss.